Professor Walter Rudolf Hess erhielt den Nobelpreis für Physiologie und Medizin. Der 68-jährige Forscher, den wir in seinem Heim in Zürich aufsuchten, ist Professor der Universität Zürich und Direktor des Physiologischen Instituts. Im Hörsaal finden wir Professor Hess bei einem Versuch über die automatischen Fähigkeiten der inneren Organe. Der bescheidene Gelehrte, dessen Arbeiten Wesentliches zur Überwindung unfruchtbaren Spezialistentums beitragen, sieht im neuen Nobelpreis vor allem eine Ehrung der schweizerischen Wissenschaft im Allgemeinen. In the 1940s, neurophysiologist Walter Rudolf Hess began mapping the area of the brain known as the diencephalon. To this end, he inserted electrodes into the brains of cats to stimulate specific brain regions. During his experiments, Hess noticed that this stimulation had the effect of making the animals either drowsy or alert. Hess, who himself suffered from insomnia, registered these reactions meticulously and was thus the first to explore the function of the diencephalon during sleep. For this groundbreaking discovery, Hess was awarded the Nobel Prize in Medicine in 1949. The work of sleep researcher Christian Baumann follows in the footsteps of Walter Rudolf Hess. Herr Hess hat insbesondere im Bereich der Schlafmedizin eine ganz wesentliche Rolle gehabt, indem er zu einem großen Verständnis geführt hat des Schlafs. Er hat gezeigt, dass der Schlaf ein aktiver Vorgang ist des Gehirns, nicht einfach ein Abschalten des Gehirns. Und auf diesen Erkenntnissen bauen wir heute immer noch auf. Brain stimulation, as applied by Walter Rudolf Hess, is today used therapeutically for patients suffering from Parkinson's disease and other disorders. This highly successful treatment is called deep brain stimulation. Bei der tiefen Hirnstimulation werden bei den betroffenen Patienten zwei Elektroden, wir haben ja zwei Gehirnhälften, deshalb zwei Elektroden, ins Gehirn eingeführt. Und die Spitzen dieser Elektroden, die liegen in vordefinierten Gebieten im Gehirn. Und an diesen Spitzen werden Stromimpulse abgegeben, die dazu führen, dass sich die Funktion des Gehirns an diesem Ort ändert. Und das führt, wenn man das am richtigen Ort macht, unter Umständen zu einer Besserung des Symptoms, das man behandeln möchte. The Sleep Laboratory in the Department of Neurology at the University Hospital Zurich treats patients with sleep-wake disorders. The lab treats those who suffer from drowsiness and sleep too much, and those who sleep too little. First, the patient's brain waves are measured during sleep. There are also cameras in the rooms that record the patient's behavior, even in the dark. The collected data are then used to analyze the patient's sleep-wake disorder. Als Schlafmedizin ist es unser Anliegen, diesen Patienten zu helfen. Das können wir bei den meisten Patienten, indem wir Medikamente geben oder indem wir Verhaltenstherapien zum Beispiel verordnen. Es gibt aber eine Minderheit von Patienten mit sehr, sehr schweren Schlafwachstörungen, bei denen man nicht genügend gut eine Behandlung durchführen kann, die einfach immer noch leiden, weil der Schlafdruck zum Beispiel zu groß ist oder weil das Durchschlafen so sehr gestört ist. Und für diese Patienten überlegen wir uns, die tiefe Hirnstimulation einzuführen, die wir bei anderen Erkrankungen bereits verwenden. Deep brain stimulation can help treat Parkinson's disease. For some 20 years now, researchers have been able to use an implanted pacemaker to stimulate the brain of a Parkinson's patient, so that tremor and other symptoms are suppressed. Currently, Christian Baumann is exploring whether deep brain stimulation can also help patients with severe sleep-wake disorders. However, before Baumann can apply the therapy on humans, the method must be tested on animals. Die Stoßrichtung ist bei Schlaf-Wach-Erkrankungen grundsätzlich genau dieselbe wie bei der Parkinson-Erkrankung. Wir haben einen Hirnschrittmacher, der irgendwo im Körper implantiert wird, also eingebaut wird. Das wird verbunden mit einem unter der Haut verlaufenden Kabel hin zu Elektroden, die genau ein Zielgebiet ansteuern im Gehirn. Und wir machen uns einfach zunutze, dass wir wissen, dass gewisse Zielgebiete im Gehirn wach machen und andere machen schläfrig oder müde. Und indem wir diese Zielgebiete ansteuern,
hoffen wir, dass wir den Schlaf und die Wachheit besser regulieren können. The research into sleep, pioneered almost 100 years ago at the University of Zurich by Walter Rudolf Hess, is continued today by specialists like Christian Baumann at the University Hospital in Zurich. They continue not only to explore the functions of the brain, but also to seek ways to help people, like Walter Rudolf Hess himself, who suffer from sleep-wake disorders.